So, da war ich mal kurz offscreen. Danke für den Twitter-Like gerade. Wollte ich nochmal nachschieben. So, wo war ich stehen geblieben? Ist Tony Stark, genau. Wo ist er? Er muss ganz oben sein. Da ist er. Iron Man. Hier. Warum nicht? Ich lese mal kurz da was durch. Also nicht wundern, dass ich ein bisschen stiller bin. Das Handy bleibt nicht still hier. Toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt drin ist. Möchten Sie das Windows-Farbschema ändern oder beibehalten? Ist gerade aufgeploppt. Da steht dann, diese Meldung kann nicht, bitte nicht mehr anzeigen, und dann macht es trotzdem. Das macht er bei Fallout 4 auch. Das ist sowas von ätzend. So. Und nochmal danke auf den Tweet. So. Alter, das Handy bleibt nicht ruhig. Achso, ja, Klingensturm. Natürlich nehme ich Klingensturm. Kostenloser Konterangriff ist ein Schick. Sensenmann hat bisher noch nie richtig funktioniert, deswegen mache ich das. Auf eine Verbesserung kriegt er nicht. Aber ich glaube, individualisieren auf jeden Fall. Helm? Müsste ja theoretisch so ein Helm oder eher sowas ähnliches dann bekommen. Oder sowas. Immer das hier. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon echt nicht schlecht. Oh, cool. Achso, warte. Individualisieren, da fehlt noch was. Ja. Nein. Vielleicht doch den anderen. Ihr kriegt ja selber hin. So. Also, haben wir einen ganz guten direkt mit drin. Als Ranger. Warum nicht? Wenn wir mal ein paar Ranger brauchen, dann haben wir welche. Ich brauche mal ein paar Rekruten hier. Nick Fury, genau. Er ist doch prädestiniert dafür. Ein Psi-Soldat zu werden. Die Aliens waren schon immer Monster. Ja. Von Anfang an war es ein gescheitertes Experiment nach dem anderen. Auch wenn sie es mit den Advent-Truppen verschleiern wollen, sind sie unter der Rüstung nicht anders. Und jetzt finden wir eine ganze Einrichtung, die sich mit unserer Vernichtung beschäftigt. Und nicht nur das. Sie verwandeln uns in eine Art Konzentrat, das sie für wer weiß was benutzen. Wir hätten wissen sollen, dass die Ältesten zurückkehren würden. Sie waren nie fort.
Sprecher ist schon geil. Speichern. Ich muss mal kurz Folgendes machen. Das ist echt vergeudete Zeit, wenn ich den jetzt nicht da reinstopfe. Kann eine spezielle Ausbildung zur Erweckung seiner des Psionischen durchlaufen und Psi-Soldat werden. Steht währenddessen aber nicht für Kampf, also soll er ja auch nicht. Da ist er. Aber wo ist seine Augenklappe? Sein Augenlicht verliert er während des Vorgangs. Wie lange brauchen das eigentlich? 5 Tage nur? Das ist ja läppisch. Das ist ja gleich fertig. Kasching. Kasching. UFO. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Yeah. Commander? Nix. Das ist echt so. So, ignorieren, weil da ist ein UFO gerade. Ich überlege gerade einen weiteren Ingenieur. Ja, warum nicht? Avenger berechnet neuen Kurs. Knapp verfehlt. Ich fühle es übrigens gleich fertig. Aber erstmal der Warnzug. Wie viele habe ich von den Dingen jetzt eigentlich? Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Da haben wir uns noch 2 Stück nur. Ernsthaft? Nee, ich hab mehr. Noch ein. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Anwärter Nick Director Fury. Heißt, glaube ich, Anwärter, ne? Psi-Soldat. Fügt organische Feinden garantiert Psi-Schaden zu. Ignoriert Deckung und Rüstung. Die Psionik wird von vielen als die größte Stärke der Aliens angesehen. Jetzt können unsere eigenen Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Nick Fury kann durch weitere Ausbildung im Psi-Labor Beförderung verdienen und neue Fähigkeiten erlernen. Psi-Soldaten können während der Ausbildung weiter an allen Kampfteilen setzen gehen und setzen die Ausbildung automatisch fort, wenn sie unverletzt zurückkehren. Das ist cool. Alter, was ist denn das hier? Alter, Nulllanze. Aber bitte. Da fehlt die Energie. So, und außerdem werden gesagt, dass die Haarfarbe weiß ist. So, er ist auf jeden Fall Psi-Krieger. Was hat er denn Ausrüstung? Er hat einen Psi-Verstärker dabei. Ja, praktisch so wie so eine Art Material. So ein Verstärker, den man mitnimmt. Aber ansonsten hat er das gleiche. Okay. Dann kriegt er eine andere Farbe als grün. Alter, die Augenfarben, guck mal, lila. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, die Hauptrüstungsfarbe ist auch lila.
Lampen mehr sind dunkel. Oder ich mach das mal anders. Welche Rüstung soll er denn haben? Ja, definitiv. Oh. The Black Man. Natürlich. Die werden schwarz. Die bringen Unheil über die Welt. Genauso mache ich's. Ja. Hey, Commander. Jetzt, wo ich weiß, wofür das da ist. Hätte ich gern das. So. Töre. Was mache ich hier eigentlich? Ja, stimmt. Ich wollte Ingenieur. Gut. Wollte ich nicht. Operation düstere Kronpins. Kronpins. Oh, Sektorpot. Na toll. Wahrscheinlich zwei von denen. Setze Kurs auf Brasilien. Lanzen und Schildträger habe ich gesehen. Und Archon. Ist also nicht ganz so heftig. Ist aber sehr schwer. Da möchte ich auf jeden Fall Dings mitnehmen. Ich Hashimoto. Fury. Aber der ist ja noch... Ja, der hat, glaube ich, noch nicht so viel Leben, ne? Ja, der hat noch nicht so viel Leben. Sag ich mal so. Iron Man irritiert mich. So. Prüft da mal eben was. Aber drei Rangers ist ein bisschen übertrieben. Nee. Wobei, ist ja eh nur zwei Ranger. Und dann möchte ich auf jeden Fall mal einen anderen mitnehmen. Also wo wollen wir den... Den nehmen wir mit. Schon. Geht ja das noch? Jetzt überlege ich gerade. Brauche ich die Rüstung? Ja. Ich behalte die mal und ich nehme den einfach mit als Zieh. Das heißt, den ziehe ich dann hoch und irgendwann hat die Drachengeschosse nicht. Du nimmst die. Ja, ich denke mal, so ist das in Ordnung. Sky Ranger eingesetzt.
Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Die Fernaufklärung hat starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. So, aber ja, das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bye bye.